Herzlich willkommen bei Abenteuer Hinterland und herzlich willkommen hier im wunderschönen Burgwald. Ja, endlich ist es wieder soweit. Nach einem Jahr sind wir wieder im Burgwald unterwegs und ja, es ist einfach fantastisch. Ich habe schon einige Aufnahmen gemacht, die habt ihr ja jetzt schon gesehen. Und ja, ich habe so eine 9-Kilometer-Runde kreiert. Und ja, man kann aber auch mal abschweifen. Das habe ich jetzt auch getan, weil hier einfach wieder so eine fantastisch schöne Ecke ist. Und ich habe gedacht, die nutze ich jetzt für ein kleines Päuschen und die nutze ich, um euch zu begrüßen. Ja, ich kann es wirklich jedem empfehlen. Der Burgwald ist einfach fantastisch. Hier hat man Ecken, wo man wirklich denkt, ob man jetzt irgendwo in den USA, in den Rocky Mountains ist. Man kann hier vollkommen die Seele baumeln lassen und man ist in einer ganz anderen Welt irgendwie. Also ich kann den Burgwald wirklich nur wärmstens empfehlen. Es ist wunderschön hier. Ja, ich hoffe noch auf ein paar weitere schöne Aufnahmen und wünsche euch weiterhin viel Spaß hier, mich zu begleiten. Ja, meine Freunde, hier seht ihr das Schild Naturschutzgebiet. Das ist der Christenberger Talgrund und ich habe euch gerade schon mal ein paar Informationen eingeblendet. Und hier ist natürlich für Wanderer Stopp. Hier geht es nicht lang. Ich finde es schön, dass es sowas gibt. Hier wird die Natur geschützt und das sollte man auch beherzigen, denn wir sind hier alle für die Natur. Wir lieben die Natur und hier gehen wir nicht durch.
Ja, meine Freunde, immer wieder am Wegesrand fällt es mir auf hier, diese Kreation, diese Komposition der Natur an verschiedenen Pflanzen, das sieht aus wie gemalt. Da hinten ist auch noch eine ganz kleine Tanne zwischen. Einfach herrlich. Das macht Spaß zu sehen. Ja, meine Lieben, ich habe jetzt noch so knapp 3 Kilometer vor mir und ja, es ist einfach fantastisch schön. Und als kleinen Tipp, also wenn ihr mal in den Burgwald wollt, der ist schon riesig. Also ihr solltet schon den einen oder anderen Weg mal gewandert sein, weil wenn ihr hier mal nicht mehr könnt, dann kann es sehr schnell sein, dass ihr 5-6 Kilometer braucht, bis ihr wieder hier raus seid, wenn nicht noch mehr. Ja, also ein bisschen gewandert sein sollte man schon. Und vor allen Dingen jetzt bei dem Wetter, ich habe heute 2,5 Liter Wasser mitgenommen. Das ist natürlich jede Menge Gewicht, aber das braucht man hier auch. Von den 2,5 Litern habe ich jetzt noch 1 Liter. Sogar nur knapp noch 1 Liter. Aber das braucht man. Denn Trinken ist hier sehr, sehr wichtig. Ich vergesse es auch öfters. Und immer merkt man, dann kriegt man so leichte Kopfschmerzen und so. Das sind schon alles Warnsignale. Ja. So, auf diesem Weg hier, diesem Abschnitt, war ich letztes Jahr auch. Also ab jetzt gehe ich auch ein ganzes Stück, was ich schon kenne. Und da geht gleich dieser malerische Pfad berghoch. Es wäre sehr anstrengend, aber verdammt schön. Und den werde ich dieses Jahr nochmal filmen. Den habe ich ja letztes Jahr auch gefilmt. Aber den möchte ich gerne diesmal auch nochmal auf Video festhalten. Ja, ich freue mich, dass ihr noch dran seid. Und wünsche euch weiterhin viel Spaß mit mir hier im Burgwald.
Ja, meine Freunde, ich habe ja letztes Jahr von diesem Abschnitt habe ich ja so geschwärmt und deswegen musste ich den heute auch wieder einbauen. Zumal ich letztes Jahr keinen Speicherplatz mehr hatte für diese Cam und da habe ich das mit meiner Actioncam gefilmt und die hat ja jetzt nicht so die Qualität wie diese Cam. Und deswegen werde ich das heute auch nochmal filmen, weil es einfach fantastisch schön ist. Auf Video kommt das ja nie so rüber, aber ich kann euch versprechen, das hier ist wirklich ein Highlight. Es war alles schön heute, wunderschön sogar, aber das hier ist so, da habe ich mich so ein bisschen verliebt drin in diesen kleinen Abschnitt hier. Und ich hoffe, dass ich das so einigermaßen filmen konnte. Und ja, der Weg ist jetzt noch nicht Ende, da oben kommen jetzt gleich auch noch wunderschöne Plätze und Ecken und ja, ich liebe es ja auch, Pfaden rumzulaufen und davon hatte ich heute reichlich. Es sind jetzt ungefähr noch 2 Kilometer bis zum Ziel, ja, aber man muss auch mal ein Päuschen machen und das einfach auch mal genießen. So, bis gleich. An dieser Stelle möchte ich mich bei euch verabschieden. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Ja, und jetzt wird es ein bisschen melancholisch. Die Runde ist bald vorbei. Es sind ungefähr noch 1 Kilometer und dann ist die Runde vorbei. Aber ich wollte diesen schönen, herrlichen Platz hier nutzen, um mich jetzt hier bei euch zu verabschieden. Es war eine wunderschöne Tour. Ich kann den Burgwald, wie gesagt, nur empfehlen. Und ja, was bleibt mir am Ende noch zu sagen groß? Bilder sprechen mehr als Worte. Ich habe bei diesem Film jetzt nicht allzu viel geredet, muss man aber auch nicht. Und wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch alles, alles Gute, bleibt gesund und erhaltet euch die Freude an der schönen Natur. Ich werde jetzt hier noch einen Moment sitzen bleiben und diesen Frieden hier in der Natur genießen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut, euer Volker. Bis dann.